Die Übertragung in der tiefenpsychologischen Therapie. Wenn wir uns mit diesem Thema etwas beschäftigen, das ist ja ein ganz wichtiges Grundphänomen. Menschen übertragen wichtige Dinge auf Personen, mit denen sie zu tun haben, auf andere wichtige Personen in ihrem Leben. Das heißt also das, was sie bisher erlebt haben, was sie bisher an Konzepten haben, was sie an Einstellungen haben, auch was sie an Wahrnehmung haben, also was sie dann konstruieren, das teilen sie mit anderen Menschen und übertragen das oder projizieren das gewissermaßen auf andere bedeutsame Menschen, so eben auch in der Psychotherapie und vor allen Dingen in der Psychotherapie. Also Übertragungen sind Gefühle, Gedanken, Erwartungen und Verhaltensweisen gegenüber aktuellen, wichtigen Bezugspersonen, die allein aus der aktuellen, interpersonellen, also zwischen menschlichen Interaktionen nicht erklärbar sind. Nochmal Gefühle, Gedanken, Erwartungen und auch Verhaltensweisen gegenüber wichtigen aktuellen Bezugspersonen, die allein aus der aktuellen interpersonellen Interaktion nicht erklärbar sind. Zum Beispiel in der Bewusstmachung, Bewusstwerdung vergangener Erfahrung verzerrte Wahrnehmung aktueller Beziehungen. Oder als Folge von Projektionen oder Externalisierungen von Selbstanteilen des Patienten. Übertragung bedeutet eben auch das Kriterium der Unangemessenheit eines Affektes oder einer Verhaltensweise nach Greenson, wenn wir den hier zitieren an der Stelle. Übertragung ist auch gleichzeitig natürlich oder parallel dazu eine Übertragung oder unter Übertragung versteht man eine Übertragung auf Personen außerhalb der Therapie, das sind sogenannte Außenübertragungen, oder eben die Übertragung auf die Person des Therapeuten, das wäre dann die direkte Übertragung. Typische Übertragungsphänomene sind, können wir unterteilen in mild-positive oder mild-positive Elternübertragung, negative Übertragungsphänomene, idealisierende Übertragungsphänomene und erotisierte oder sexualisierte Übertragungen. Die werden meist durch Aspekte der Realbeziehung ausgelöst. Das sind die Übertragungsauslöser. Also eine reelle Beziehung zu einem anderen Menschen fördert eben diese Übertragungsphänomene. Die Indikationen zur Übertragungsanalyse. Wir leben ja in der tiefen Psychologie von analytischen Themen oder von der Analyse der Dinge, die für den Menschen wichtig sind. Keine Analyse der Übertragung wird vorgenommen bei guter therapeutischer Arbeit. Also wenn der Klient beteiligt ist, wenn er selber von sich aus redet, kommuniziert, wenn er nicht nur intellektualisiert, sondern auch emotional beteiligt ist. Also wenn so ein Gleichklang besteht zwischen kognitiver Struktur und dem, was ihm klar wird, was ihm dazu einfällt, an was er sich erinnert und was er deutet, was er selber dann probedeutet und woran er sichtlich beteiligt ist und es sichtlich in ihm arbeitet. Das wäre also ein Beispiel für eine gute therapeutische Arbeit. Also der braucht fast nur jemand, der anwesend ist, der ein Zeuge von dem ist, was für ihn wichtig ist. Und auf diesen Zeuge hat er schon lange gewartet in der Therapie, im psychotherapeutischen Prozess, weil das im reellen Leben auch schwierig ist und nicht immer gelingt. Solche Freundschaften hat man nicht immer oder Bekanntschaften. Das ist eine Indikation für Psychotherapie. Und dann ist das alles in Ordnung. Auch keine Analyse der Übertragung bei mild-positiver Übertragung. Eine Übertragungsanalyse dann, wenn die Übertragung zum Widerstand wird. Nochmal Übertragungsanalyse erst dann, wenn die Übertragung zum Widerstand wird, bei negativer Übertragung, bei erotisierter, sexualisierter Übertragung und bei verzerrender, idealisierender Übertragung. Typische Hinweise auf Übertragungsphänomene in der Therapie können sein: unangemessene, übertriebene oder besonders gehemmte Emotionen gegenüber der Person, der Therapeutin oder des Therapeuten. Widerstandsphänomene oder Übertragungswiderstände? Da stellen wir uns oft die Frage, über welche Affekte, Wünsche, Impulse und Erwartungen spricht der Patient gerade nicht? Beachte seine nonverbalen Signale oder deine freischwebende Aufmerksamkeit, was fällt dir da noch auf? Könnten diese mit der therapeutischen Beziehung im Zusammenhang stehen?
Will der Patient? Eventuell die Beziehung zu mir vor negativen oder bedrohlichen Emotionen oder Impulsen schützen? Übertragungsauslöser in der realen therapeutischen Situation. Fast alle Übertragungsphänomene können durch Elemente der Realbeziehung in der Therapie ausgelöst worden sein. Also immer das Reelle, weil untersucht wird immer die reelle Beziehung zwischen den Menschen, die läuft. Suche nach möglichen Übertragungsauslösern in der aktuellen therapeutischen Realität. Alle in der Übertragung auftretenden Ängste, Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen des Patienten im Hier und Jetzt sind anzunehmen. Also real ernst nehmen, nicht vorschnell der Vergangenheit zuweisen. Affekte, Gedanken oder Widerstandsphänomene im Hier und Jetzt der therapeutischen Situation immer aufgreifen, klarifizieren, akzeptieren gleichgültig, ob wir sie für Realwahrnehmung oder für übertragungsbedingte Verzerrungen, also zum Beispiel Fantasien, halten. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sie haben sich in dieser Sitzung nicht so wohl gefühlt, oder ich habe den Eindruck, ist das so oder ist es nicht so, wäre dann zum Beispiel so eine Frage, die man stellen kann. Formulieren Sie eine Hypothese, die plausibel macht, warum der Klient auf der Basis seiner übertragungsbedingten Annahmen und Überzeugungen zu Ihrer Person auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, warum er Ängste, Scham oder Schuldgefühle in der Beziehung zu Ihnen scheinbar erlebt und warum er feindliche Impulse Ihnen gegenüber haben kann und so weiter. Da zitiere ich den Wöller jetzt original, Vorgehen bei der Übertragungsanalyse, Therapeut. Als ich vorhin zu Ihnen sagte, wie ging es Ihnen damit, hatte ich den Eindruck, Sie fühlen sich unwohl. Patient, ja, ein wenig. Therapeut, wie war Ihr Gefühl in dem Moment? Patient, ich hatte das Gefühl, Sie nehmen das doch nicht ernst, was ich sagen wollte. Therapeut, ich mache mich lustig über Sie. Patient, irgendwie ja. Therapeut, es ist das gleiche Gefühl wie bei Ihrem Vater? Ist es das gleiche Gefühl wie bei Ihrem Vater und bei Ihrem älteren Vorgesetzten? Patient, ja, es ist ähnlich. Therapeut, wie ging es Ihnen gerade? Ich hatte das Gefühl, den Eindruck, Sie waren sich nicht sicher, ob Sie etwas sagen wollten oder nicht. Patient, ja, das stimmt. Ich war mir nicht sicher, ob Sie das wirklich interessiert, was ich sage. Therapeut, gibt es das bei Ihnen öfter, so ein Gefühl, das interessiert Ihnen eigentlich gar nicht, was ich sage? Patient, ja, das Gefühl habe ich oft. Therapeut, woher kennen Sie das Gefühl? Therapeut, mir fällt auf, dass Sie gar nicht über die Beziehung zu Ihrer Frau sprechen, obwohl wir beide den Eindruck hatten, dass es gut wäre, darüber zu sprechen. Was meinen Sie dazu? Patient, ja, das stimmt. Da waren immer andere Themen. Therapeut, ich frage mich, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie hier über Ihre Frau sprechen. Patient, da hätte ich ein ganz seltsames Gefühl. Oder ein komisches Gefühl. Therapeut, möglicherweise befürchten Sie, ich könnte Ihnen Vorwürfe machen, wie Sie mit Ihrer Frau umgegangen sind. Patient, eigentlich weiß ich, dass Sie das nicht tun, aber da ist schon so ein Gefühl. Therapeut, wenn ich Ihnen Vorwürfe mache, was könnte ich denn zu Ihnen sagen? Oder, Patient, schade, dass die letzte Stunde ausgefallen ist. Therapeut, was denken Sie darüber? Patient, ich frage mich, was Sie in der Zeit gemacht haben. Therapeut, Sie werden eine Vermutung darüber haben. Patient, keine Ahnung. Therapeut, was denken Sie, was ich vielleicht gemacht haben könnte? Patient, vielleicht hatten Sie eine andere Patientin behandelt? Therapeut, eine andere Patientin? Was für eine Patientin hätte das gewesen sein können?
Patientin, vielleicht wäre sie interessanter als ich, nicht immer so depressiv wie ich. Therapeut, mir scheint, da kommt eine Überzeugung von Ihnen zum Ausdruck, wenn eine interessantere Patientin als Sie auftaucht, lasse ich sie fallen und wende mich ihr zu. Patientin, ja, irgendwie glaube ich das. Schließlich bin ich ziemlich uninteressant. Therapeut, wie geht es Ihnen, wenn Sie sich vorstellen, dass ich andere Patientinnen Ihnen vorziehe? Oder, Patientin, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, Sie glauben mir doch nicht. Therapeut, akzeptierend. Wie kommen Sie darauf? Patient, ich weiß es nicht. Einen richtigen Grund gibt es nicht. Ich habe eben so ein diffuses Gefühl. Therapeut, woran erinnert Sie dieses Gefühl? Gab es wichtige Beziehungen in Ihrem Leben, in denen dieses Gefühl häufiger auftrat? Patient, bei meinem Vater hatte ich ganz oft das Gefühl. Das war so ein Zitat, wie gesagt, original von Wolfgang Wöller. Wenn wir mal zusammenfassen, Förderung von Übertragungsmanifestationen. Wie können wir Übertragung fördern, weil wir das ja brauchen? Wir können zum Beispiel sehr hochfrequente Sitzungen machen. Das heißt, ein-, zwei-, dreimal die Woche Sitzungen. Wir können als Therapeuten eher passiv und anonym sein, also praktisch vollkommen unbedeckt, nur als Figur da sein. Wir können uns mit Träumen und Fantasien beschäftigen. Wir können tiefe Deutungen machen, tiefe, also in der Dynamik, in der Lebensgeschichte, im Unbewussten sehr weitgehende tiefe Deutungen. Wir können uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Wir gehen vielleicht auf Fragen des Klienten nicht ein, die er uns stellt. Wie gesagt, das häufige Schweigen fördert das dann noch mehr. Und wir können natürlich die Interventionsaktivität verringern. Das fördert alles Übertragungsmanifestation. Also das Maximale wäre, ich sitze nur da, wie der Buddha vor dem Klienten oder wer auch immer als Figur, der Heiland oder Gott weiß was. Und ich mache nichts, bin aber vollkommen da und vollkommen präsent. Und er überträgt total auf mich alles Mögliche. Der fängt an zu weinen, der denkt, ich liebe ihn nicht und Gott weiß was irgendwo in der Art. Auf der anderen Seite die Verminderung von Übertragungsmanifestationen. Wir sind aktiver und reell präsenter als authentischer Therapeut, also als der, der wir sind. Wir verringern die Sitzungsdichte, also viel seltener Therapie. Wir beschäftigen uns mit realen Gegebenheiten. Wir verstärken die Interventionsaktivität. Wir sind eher im Dialog, also im Ping-Pong, also kein längeres Schweigen. Wir gehen auf Fragen ein und wir konzentrieren uns auf die Gegenwart. Und, was auch sehr wichtig ist, wir beschäftigen uns eher mit oberflächennahen Klärungen. Wenn wir in diesem Zusammenhang nochmal, das ist ja an verschiedener Stelle auch immer wieder erklärt in den Audios, mit den Konflikttypen nach OPD2 beschäftigen, also Konfliktbereitschaften als Lebensthemen, das sind ja grundsätzliche Konflikte, mit denen es sich immer wieder lohnt, auseinanderzusetzen. Dann haben wir Abhängigkeit versus Autonomie, Unterwerfung versus Kontrolle, Versorgung versus Autarkie, Selbstwertkonflikte, Schuldkonflikte, ödipalsexuelle Konflikte und Identitätskonflikte, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir die so nacheinander durchsprechen. Individuationsabhängigkeitskonflikt, das ist so der erste, den wir jetzt nochmal erklären. Die Balance von Nähe, also Abhängigkeit und Distanz, Individuation oder Autonomie gegenüber einer Bezugsperson ist konflikthaft gestört. Die Nähe ist unvereinbar mit Individuation und Autonomie. Wir unterscheiden einen passiven Modus, Neigung zu hilflos abhängigen Anklammern in Beziehung, und einen aktiven Modus, Neigung zu übermäßiger Unabhängigkeit oder Pseudo-Unabhängigkeit. Unterwerfung versus Kontrolle. Die Balance von aggressiv machtvoller Durchsetzung oder Kontrolle und funktionaler Anpassung oder Unterwerfung ist konflikthaft gestört. Wiederum der passive Modus, übermäßige Tendenz zur Unterwerfung, im aktiven Modus
übermäßige Tendenz zur Dominanz und Machtausübung. Versorgungsautarkie-Konflikt. Die Balance zwischen dem Bedürfnis nach Versorgung und Liebe durch ein Objekt und dem Bedürfnis, ohne eine solche äußere Versorgung auszukommen, ist konflikthaft gestört. Wiederum der passive Modus, passive Neigung, sich versorgen zu lassen, der aktive Modus, Selbstgenügsamkeit, Anspruchslosigkeit und altruistische Grundhaltung. Der Selbstwertkonflikt. Die Selbstwertregulation ist konflikthaft gestört. Im passiven Modus brüchiges, resigniertes, ständig bedrohtes Selbstwertgefühl. Im aktiven Modus kompensatorische Selbstsicherheit. Der Schuldkonflikt. Angemessenes Schulderleben ist konflikthaft gestört. Im passiven Modus ungerechtfertigte und übertriebene Neigung, Schuld auf sich zu nehmen. Im aktiven Modus, also passiver Modus war das jetzt gerade, im aktiven Modus die Abwehr, zum Beispiel Projektion von Schuldgefühlen trotz realer Schuld. Der ödipale Konflikt, die Sicherheit in der männlichen oder weiblichen Geschlechtsrolle sowie die Fähigkeit zu angemessenem Konkurrieren um das andere Geschlecht sind konflikthaft gestört. Im passiven Modus übermäßige Zurückhaltung gegenüber dem anderen Geschlecht und in der Konkurrenz. Aktiver Modus, übermäßige Beschäftigung mit dem anderen Geschlecht und übermäßiges Konkurrieren ohne Befriedigung. Identitätskonflikt. Die Ausbildung einer kohärenten Identität ist konflikthaft gestört. Passiver Modus, Identitätsunsicherheit. Aktiver Modus, starres Festhalten an einer bestimmten Identität oder Pseudo-Identität zur Abwehr der Identitätsunsicherheit. Zur Systematik pathogener Konflikte. Das uns mal so haben. Wir haben immer einen aktuellen Konflikt, der an der Oberfläche ist, der jetzt gerade aktuell ist und muss auch aktuell sein, der Konflikt, sonst arbeiten wir natürlich nicht dran. Dann haben wir einmal, der aktuelle Konflikt ist bedingt durch das intrapsychische, also in der Psyche laufende, und das interpersonelle, also in den zwischenmenschlichen Beziehungen gelagerte oder da, wo es sich eben aktualisiert, durch das Miteinander. Und das intrapsychische ist natürlich zum großen Teil unbewusst und zu einem Teil kleineren, wesentlich kleineren Teil bewusst. Konfliktkonstellationen. Wünsche, Bedürfnisse stehen im Konflikt mit der äußeren Realität. Das ist ein interpersoneller Konflikt. Wünsche, Bedürfnisse stehen im Konflikt mit den eigenen Normen. Das ist ein intersystemischer Konflikt. Verbote, Ich-Ideal, Forderungen. Also intrapsychisch bei den betreffenden Menschen gelagert. Aspekte der eigenen Normenwelt stehen miteinander im Konflikt. Intrasystemischer Konflikt zum Beispiel. Über Ich, Ich-Ideal-Konflikt, Scham-Schuld-Dilemmata. Oder Wünsche, Impulse stehen miteinander im Konflikt, Ambivalenzkonflikte. Wie ist der therapeutische Umgang mit Konflikten? Bewusste Konflikte durch Klärung darstellen, Entwicklung der defizitären Ich-Funktionen bei Strukturproblematiken. Bei unbewussten Konflikten durch Abwehranalyse, Klärung, Konfrontation, Deutung, Bewusstmachen. Also hier diese zentrale Arbeit immer wieder der möglichen Bewusstmachung. Gegebenenfalls Unterstützung bei der emotionalen Verarbeitung. Die aktuellen pathogenen Konflikte, unbewusste intrapsychische Konflikte, siehe Modell des unbewussten Konflikts, bewusste Konflikte intrapsychisch und interpersonell, sie Modell des ich-strukturellen Defizits.